Selbst mit all dieser Feuerkraft rechnete ich nicht damit, Punchinello auf seinem Anwesen erwischen zu können. Ich konnte nur hoffen, dass er mich winseln hören wollte, um zu sehen, dass er gewonnen hat. Hier ist Max Payne. Ich möchte ein Geschäft vorschlagen. Payne, du bist ein toter Mann. Das sagen alle. Ich habe Ihr Schiff und die Ladung. Ich möchte, dass wir uns treffen. Kein Payne, keine Kohle. Capisch? Kennen Sie mein Restaurant? Ja, ich kenne es. In einer Stunde. Punchinellos Restaurant hatte schon bessere Tage gesehen. Der kalte Schnee war wie der Ascheregen nach dem Weltuntergang. Aber das war draußen. Im Restaurant des Don würde es bald heiß hergehen. Ich wusste, es war nicht wahrscheinlich, dass Punchinello tatsächlich auftauchen würde. Aber hoffen ist ja nicht verboten. Punchinello brannte darauf, mich zu sehen. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Er versuchte, meine Flammen mit Benzin zu löschen. Die Gorillas hatten einen wirklichen Schatz bewacht, den Weg raus aus diesem Inferno. Da ist er. Da ist er. Wladimir hatte meine Rauchzeichen gesehen. Der Motor des Mercedes heulte auf und übertönte beinahe das infernalische Gewimmer der Sirenen. Kommst du? Wir setzen dich bei Punchinellos Anwesen ab. Hört sich gut an. Wenn das alles vorbei ist, schau mal bei mir rein. Ich könnte einen Profi wie dich gut gebrauchen. Ich werde daran denken.